In Rothenburg ist die Verunsicherung riesig. Und wohl auch die Wut. Auf diesem zerstörten Plakat war er mal zu sehen, der ehemalige Leiter einer Grundschule. Er steht im Verdacht, Kinder missbraucht zu haben. Außerdem soll er kinderpornografische Bilder verbreitet haben. Seit Dezember sitzt er in Untersuchungshaft. Eine Katastrophe ist sowas. Ganz schlimm. Und je mehr das Lehrkörper sind, in jeglicher Form oder Trainer, sowas darf es überhaupt eigentlich nicht geben. Man gibt das Kind in die Schule und denkt, na, alles ist gut oder in den Sportverein oder und dann sowas. Ne? Wie er hier angefangen hat zu lehren hier an der Schule, da kannte ich ihn als vernünftigen Menschen und jungen Lehrer, aber dass dann sowas dabei rauskommt, hätte ich nie gedacht. Von dem nicht. Bisher war der Pädagoge immer nur positiv in den Medien. In seiner Freizeit leitete er verschiedene Chöre und Musikprojekte. Auch der HR berichtete. Zuletzt im März 2021. Ob sich der Tatverdacht auch auf seine schulische Tätigkeit bezieht, ist noch nicht geklärt. Beim letzten Bericht ahnte noch niemand etwas von den schweren Vorwürfen gegen ihn. Ich habe mit der Kollegin gesprochen, die damals mit ihm gedreht hat. Und ihr Eindruck von ihm war, dass er ein sehr geduldiger Mensch ist, sehr engagiert und motiviert beim Dreh dabei. Es ging damals um ein Outdoor-Spiel, an dem er mit seiner Familie teilgenommen hat. Und ihr erschien alles ganz normal, auch das Verhältnis der Familienmitglieder untereinander. Bis Mai war der 46-Jährige Rektor einer Grundschule in Rothenburg. Dann schied er aus gesundheitlichen Gründen. Menschen, die mit ihm zu tun hatten, berichten uns von psychischen Problemen. Die Website der Schule ist seit heute Mittag auf privat umgestellt. Im staatlichen Schulamt zeigt man sich bestürzt. Die Vorwürfe kämen unerwartet. Man werde einen Krisenstab bilden und denke über eine Hotline für potenziell Betroffene nach. Stella Schiele vom Kinderschutzbund erklärt, wie sich Eltern jetzt verhalten können. Vielleicht einfach immer Gesprächsangebote machen und da aber das Kind das Tempo bestimmen lassen. Vielleicht mit Verhaltensveränderungen konfrontieren. Ich habe gemerkt, du ziehst dich immer mehr zurück. Wie geht's dir? Möchtest du mit mir drüber sprechen? Und wenn man merkt, das Kind macht dicht, in dem Moment auch nicht weiterbohren, sondern vielleicht am nächsten Tag nochmal drauf eingehen oder dem Kind aber auch die Möglichkeit geben, mit jemandem anderen darüber zu sprechen. Vielleicht zu sagen, vielleicht willst du lieber mit deiner großen Schwester drüber sprechen oder mit der Oma. Sie weiß, dass der Missbrauch durch vertraute Personen noch einmal speziell belastend ist. Es ist ein ganz großer Vertrauensbruch, der da stattfindet. Und es ist nicht der böse Fremde vielleicht aus dem Park, wo man einfach das auch ein bisschen besser abstempeln kann. Der hat was Böses getan, ist ein böser Mensch. Sondern das sind Menschen oft ja auch aus dem familiären Umfeld, aber da auch in Schule oder Verein, denen man vertraut. Und das betrifft natürlich bei den Kindern das ganze Bindungs- und Beziehungsverhalten. Sollten sich die Vorwürfe gegen den ehemaligen Rektor der Grundschule bewahrheiten, es wäre etwas, das in Rothenburg viele erschüttern würde.